Dieses Video zeigt ein Telefongespräch zwischen Frau Urban und dem Sachbearbeiter beim Landratsamt. Sie ist alleinstehend und hat zwei kleine Kinder. Sie möchte bald eine Umschulung zur Altenpflegerin machen, hat aber leider keinen Kindergartenplatz für ihre Kinder bekommen. Sie sucht deshalb nach einer Tagesmutter, die sich um die Kinder kümmern kann, wenn sie ihre Umschulung macht. Der Sachbearbeiter sagt, dass es viele qualifizierte Tagesmütter gibt. Er lädt Frau Urban zu einem Gespräch ein, bei dem sie alles konkret besprechen. Frau Urban bedankt sich für die Hilfe. Sie verabschieden sich. Guten Tag, ich heiße Urban. Ich suche eine Tagesmutter. Warten Sie bitte, ich gebe Ihnen sofort den Sachbearbeiter. Danke, ich warte. Hier spricht Herr Müller, Landratsamt Würzburg. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Monika Urban. Ich bin alleinstehend und suche dringend eine Tagesmutter. Wie viele Kinder haben Sie? Ich habe Zwillinge, ein Mädchen und einen Jungen. Wie alt sind Ihre Kinder? Meine Kinder sind 3 Jahre alt. Haben Sie keinen Kindergartenplatz? Nein, leider bekomme ich erst ab September einen Platz. In 2 Wochen, Anfang Mai, beginne ich eine Umschulung zur Altenpflegerin. Ich verstehe. Zurzeit sind Kindergartenplätze wieder sehr gefragt. Es gibt Wartelisten. Aber unser Angebot an Tagesmüttern ist groß. Das freut mich. Wann brauchen Sie die Tagesmutter? Ab 1. Juni von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Von Montag bis Freitag. Wie lange dauert die Umschulung? Sie dauert 3 Jahre. Die Tagesmutter brauche ich aber nur bis Ende August. Ich habe eine Aufstellung von qualifizierten Tagesmüttern. Qualifizierte Tagesmutter? Was bedeutet das? Unsere Tagesmütter belegen einen Kurs über Kinderbetreuung und Erste Hilfe. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten sie die Qualifizierung. Ich komme persönlich zu Ihnen. Dann besprechen wir alles Weitere. Morgen habe ich um 10 Uhr einen Termin frei. 10 Uhr passt mir. Vielen Dank. Bis morgen. Auf Wiedersehen.